Abend. Heute habe ich mitgebracht japanische Aubergine. So, machen wir Ricetta Nummer 1. So, hergestellt ist es in Italien. So sehen die Dinger aus. Aubergine aus Japan, also japanische. Sehen aus wie dicke Regenwürmer. Ja, nicht schlecht. Wir haben jetzt drinnen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Producer Argentina. Nein, Producer Italia. So, 300 Gramm. Kosten 4 Euro in der Kleinmarkthalle in Frankfurt. So, wollen wir es nochmal probieren, wie die Dinger schmecken. Die schmecken nach Aubergine, eindeutig. Ich gehe mal eine andere, vielleicht ist sie auch schon ein bisschen unreif, keine Ahnung. Schmecken nach Aubergine, ich denke mal. Wenn man die aufschneidet und schön brät, ist eine feine Sache. Oder in Salat geschnitten. Wo haben wir denn ein Schälchen? Hier haben wir eine Schere. Ich denke mal, wenn wir sie so schneiden, guck mal, kann man die herrlich in Salat reinmachen. Essigöl. Denke ich mal, ist es eine prima Sache. Schöne Farbe auch im Salat. Schmeckt gut. Lecker. Ja, also hier sieht man auch schon ein bisschen braun. Die aha, schmeckt nicht gut, aber die ist klasse hier. Also, Vagina, roh kann man die sehr gut essen. Hier schöne lila Farbe, sehr aus wie dicke Regenwürmer. Ja, kann ich empfehlen. Japanische auf Aubergine kaufen, probieren, hervorragend. Endlich mal was, was schmeckt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.